Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link Between Worlds. Mit mir, dem Drago. Wir sind vom Wüstentempel stehen geblieben und hier ist der Eingang. Der Wüstentempel. Mal gucken, wie der sich so geändert hat im Vergleich zum alten SNES-Teil. Außer, dass hier ein Haufen Totenköpfe und wahnsinnig gefährliche Drehdinger sind. Okay. Das hier ist relativ easy. Okay. Na gut, okay. Hier ist eine kleine Ratte. Töte sie. Perfekt. Aha. Okay, ziemlich easy. Bis jetzt. Aber ist ja auch nur der Anfang. So, ich werde jetzt mal den Weg erstmal gehen. Ein blauer Rubin. Egal, eine Schatztruhe mehr, die wir haben. Jetzt werde ich den anderen Weg gehen und wir kommen weiter. So groß sieht das Ding nicht aus. Es hat zwei Stockwerke. So schaut es auch ganz okay aus eigentlich von den Stockwerken her. Wow, die haben eine Menge Leben. Oh. Mumien, ich hasse Mumien. Wahrscheinlich sind sie immer noch schneller zu besiegen, wenn wir das hier hernehmen. Plopp. Oh, ich brenne. Ja, jetzt sind es nämlich Skelette. Und die sind mit zwei Schlägen kaputt. Wunderbar. Okay. Da haben wir schon mal eine große Schatztruhe. Oh, kommt. Nervt nicht. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Okay. Plopp. Schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir... Aha, okay. Gut gemacht, Markus. Theoretisch... Jetzt wartet mal. Aha, okay. So schon mal nicht. Ich muss schon den richtigen Knopf drücken. Nein! Oh, das ist nicht so einfach. Ich brauche mal ein anderes Item. Und zwar möchte ich den Boomerang hierher nehmen. Ah, Boomerang ist jetzt nicht so gut. Na, Pfeil und Bogen. Okay, so ist gut. Plopp! Aha, okay. Ja, man kann nicht so gut treffen damit. Okay, gut, so funktioniert es nicht. Ich muss hier echt irgendwie mit dem Sand das machen. Nein! Okay. Hm. Außer natürlich, ich mach's so. Was natürlich sehr viel einfacher ist. Mann! Ich bin natürlich wieder voll die Leuchte heute. Gut, egal. Ja, ich weiß schon, wie das funktioniert. Zack. Ihr könnt mir gar nichts. Nups. So. Aber ihr könnt mir dafür was. So, erstmal das Wichtige mitnehmen. Was passiert? Aha, okay. Erstmal die Gegner hier aus dem Weg räumen. Wir haben schon wieder so viel Geld, Wahnsinn. Da war noch ein Gegner, oder? Da war doch noch ein Gegner, da war noch ein Gegner. Egal, brauchen wir nicht. So, komm hoch, mein Freund. Die Statue. Und jetzt ziehe ich dich auf die richtige Stelle. Dich auch. Und das hier. Zack, Sesam, öffne dich.
Ach so, ja, klar, ne? Logisch. Das machen wir, indem wir das hier machen. So. Schauen wir mal, ob wir bis ganz hinterkommen. Ja, aber gerade so. Mann, Link. Link. Vielen Dank. Dankeschön. So, was passiert jetzt? Die Wand hat sich verschoben. Ja, okay. Ist in Ordnung. Ach so. Ah, aha, aha, aha. So, what the hell? Die sind ja etwas weiter höher, als ich dachte. So, ein kleiner Sandgnom. Lass mich raten. Ich muss irgendwas mit dem... Oder auch nicht. Aha, okay. Muss ich dann doch schon irgendwie das machen? Und nu? Ah. Okay. An den kommen wir ran. Glaube ich jedenfalls. Achso, warte mal. So. Nee, an den kommen wir nicht dran. Hm. Okay, wir haben jetzt hier eine Schatztruhe, die wir nicht öffnen können, weil wir die Steine noch nicht hochheben können. Aber ich hoffe mal, wir kriegen hier was. Au. Geh weg. Haha, haha. Noob. Ich wusste doch, dass ich das kann. So. Okay. Da geht's runter. Töten wir sie mit dem Schwert. Töten wir sie mit dem Schwert. Das geht schneller, als wenn ich jetzt extra nochmal den Feuerstab ausrüste. Okay. Dann hier entlang. Hier haben wir eine Schlüsseltür. Blöderweise haben wir noch keinen Schlüssel. Jetzt hier rüber. Und das haben wir kaputt gemacht. Hier ist drin ein Monsterschweif. Wie gut. Ja, ja. Komm. Weg mit dir. Okay. Da ist doch irgendwo ein Monster dabei, ne? Nicht mal. Ein Kompass! Yay! Okay, wir haben also ein paar Truhen, die wir öffnen können. Erstmal den Sand größer werden lassen. Sand größer werden lassen? What the hell? Nein, wir haben Sand fließen lassen. Und zwar hier auf eine schöne, gleichmäßige Ebene. Und dort ist ein kleiner Schlüssel. So, jetzt ist natürlich interessant. Es gibt... hier einen kleinen Schlüssel, den wir benutzen können. Okay. Passiert hier das Gleiche? Tatsache. Sand, komm herbei. Okay. Das ist ja schon mal cool. So, weg mit dir. Du geht hier. Hier kommen wir nicht hoch. Aber jetzt wartet mal ganz kurz. Lasst mich überlegen. Hier komme ich hier auch nicht vorbei, ne? Okay. So funktioniert es auch nicht. Okay.
Gut, das heißt, wir müssen hier mit den Teilen hier arbeiten. Und es ist auch nicht wild. Plopp. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier das aktiviere, hier drauf gehe, bin ich bei der großen Truhe. Wunderbar. Und hier habe ich den Titanenhandschuh. Ja! Endlich! Wir können große Felsen stemmen. Das ist sehr gut. Das ist wirklich, wirklich sehr gut. Ja, komm. Nervt nicht rum, Jungs. Ich bin nur gerade überlegen, was jetzt sinnvoller ist. Ich glaube, ich gehe einfach nochmal normal zurück. Und zwar auf diesem Weg. Bam. Okay, jetzt hier nach unten. Jetzt brauchen wir nur noch natürlich einen kleinen Schlüssel. Aber da wissen wir auch, wo wir den hinkriegen, herkriegen. Denke ich mal. Ich schätze mal, dass es hier ist. Und, was ist drin? Ein kleiner Schlüssel, natürlich. Sehr schön. Wunderbares Item bekommen. Das freut mich. Das freut den kleinen Drago. Ja. Ja, ja. Das ist toll. Und jetzt sind wir beim anderen Ausgang vom Wüstentempel. Das heißt, hier ist dann der Haupteingang. Und hier geht's erst richtig rund. So, Wüstentempel. Ja. Kaputt. Oh Gott. Ich hab vergessen, dass es sowas gab. Fliegende Plattformen. Die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Im ganzen 3D-Zeldas gab sowas nicht. Gott sei Dank. Ich fand sowas immer sehr nervig. Aber hier ist es wenigstens schön abwechslungsreich. Links, rechts, links. Au, er hat mich getroffen. Das habe ich so lange durchgehalten, ohne getroffen zu werden. Ich werde aber immer mindestens einmal getroffen hier. So, ja, ist okay. Au, das hat wehgetan. Komm nur hoch. Denkst du, da hast du jetzt irgendeine Schnitte oder was gegen mich? Okay. Zwischengegner sozusagen geschafft. Die Totenschädel geben nichts her. Natürlich nicht. Sollten sie auch. Und ich gehe zuerst den rechten Weg. Weil da sind mehr Schatztruhen. Au. Die treffen mich auch jedes Mal. So, komm da her. Du fette Made. Da runter komme ich nicht. Interessant, okay. Uah. Eine böse Statue. Dass es sowas auch gibt. Noch eine. Uah. So. Au. Voll in den Pfeil gelaufen. Okay. Okay. Ja, haha. So, komm mal her. Ich weiß zwar nicht, was mir das hier bringt. So. Da kann ich mich nicht rüberziehen. Ah, okay. Ich weiß, was es mir bringt. Zack. 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 So, da. Okay, ich brauche hier Sand. Definitiv. Bevor ich hier erstmal weiterschaue. Bist du weg? Herz wäre ganz nett. Danke. So, noch ein Herz wäre nett. Aber nein, ihr seid nicht nett. Au.
Wow. Das war knapp. Das sind überall Diamanten. Rupees. Oh, okay. Dann lassen wir doch mal... fast. Diese Schatztruhe nach oben steigen. Und 100 Rubine. Jawohl. Sehr gut, sehr, sehr gut. Was auch immer mir das hier bringt. Kann ich die sprengen? Gucken wir mal. Und... ja! Sehr gut. Okay. Sprengbar sind die Dinger. Das ist schon mal gut. Aha, ich weiß, was ich machen muss. Hahaha. Jawohl, schön. Sehr, 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 sehr gut. Komm, geh mal runter. Teil. Ja, genau. Ich möchte nämlich hier die Rupees haben. Und das Herz. So, das reicht mir auch schon. Zurück. Ups. Das war nicht ganz so, wie ich das geplant habe. Ist hier irgendwas? Nee, oder? Nee. Nee, komme ich nicht weiter. Dann gucken wir noch, was unter dieser Truhe ist. Was in dieser Truhe ist, nicht unter. Zack! 100 Rupees! Jawohl, sehr schön. Okay. Das heißt, das hätten wir soweit erledigt. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch hier ein bisschen Sand. Hier ein bisschen Sand. Und hier ein bisschen Sand. Und wir können das hier öffnen. Der große Schlüssel. Wunderbar. Läuft gut. Läuft gut. Wir kommen gut voran. Ich möchte jetzt nur noch mal ganz... Autsch. Kurz mir auf die Fresse hauen. Genau, das möchte ich nämlich... Verdammt, ich hätte einen da oben bleiben sollen. Oder? Nee, kann ich auch so machen. Passt. Ist okay. Alles im Bude. Was ist hier drin? Ein kleiner Schlüssel. Okay. Das heißt, wir haben... so gut wie alle Schatztruhen schon auswendig gemacht. Okay. Unsere Flaschen sind noch mit Feen gefüllt. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück in die anderen Räume gehen. Wir sind echt weit schon. Leck mich am Arsch. Hier geht's wieder hier rüber, genau. Ja, muss ich runter. Das aktivieren wir und jetzt gehen wir den linken Weg. Ja, das war sogar echt eine gute Entscheidung, den rechten Weg zuerst zu gehen. Okay, lasst mich kurz gucken. Kann ich da drunter... ja, haha. Interessant. Okay. Zwei böse Statuen. Und die eine, das hat man gesehen, dass bei der Rubin runtergegangen ist. Plopp. Und nochmal 100 Rupees. Jawohl. Schicke Sache. Das Ganze hier. Ah, okay. Herz gibt's auch noch. Jetzt wird's etwas interessanter. So. Hier muss ich jetzt ganz fix sein. Perfekt. Habe ich gut gemacht, oder? Okay. Das machen wir halt einfach so.
100 Rubine. Ich fühle mich reich und schön. Okay, jetzt können wir hier einen Shortcut machen. Kein Problem, kein Problem. Wir kommen immer weiter. Immer weiter, immer schneller, immer höher, immer weiter. So. Erstmal die Mumie töten. Passt. Okay. Totenköpfe töten. Passt. Interessiert mich relativ wenig, was du gerade machst. Und jetzt? Haha! Dankeschön, mein Freund. Dass du hier so nett warst, um mir die Tür zu öffnen. Und hier passiert was. Ach so. Nur ihr. So. Komm hoch. Bam. Adieu. Meine Schatztruhe. Und mit diesem kleinen Schlüssel, das ist hundertprozentig ein kleiner Schlüssel, genau, weil wir da oben noch eine kleine Tür zum Öffnen haben, verabschiede ich mich, Leute. Das war's erstmal mit Let's Play The Legend of Zelda Link Between Worlds mit mir Drago. Mit mir Dragonios. Falls euch das Ganze gefallen hat, sagt doch einfach ja und gebt einen Daumen nach oben. Danke. Und, ja, was gibt's noch zu sagen? Sagt dieses Let's Play weiter. Es hat ein bisschen zu wenig Zuschauerschaft noch für das, dass es so ein geiles Spiel ist. Und da kann man noch was dran ändern. Sonst würde ich sagen, Dankeschön, Leute, fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.